Oh, meine Freunde, die Temperaturen haben wieder angezogen. Es ist kalt draußen. Man sieht, es ist auch wieder neblig draußen. Heißt, ich kann wieder keine geilen Zeitraffer machen. Aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt auf dem Weg, mein Snowboard abholen. Dann ist es ja jetzt fertig gewachsen und die Kanten sind auch geschliffen. Danach muss ich noch in den Baumarkt, denn ich muss noch ein, zwei Sachen organisieren für ein Video, was ich heute auch abdrehen werde. Da würde ich sagen, wir holen jetzt gemeinsam mein Snowboard ab. Dann gehen wir kurz in den Baumarkt und dann sehen wir uns, wenn ich wieder zu Hause bin. So, Freunde, also ich war im Baumarkt und ich habe mein Snowboard geholt. Mein Snowboard sieht top aus, super gemacht. Wenn man hier schaut, hier in den Kanten ist jetzt absolut kein Rost mehr zu erkennen. Also die Kanten sind super geschliffen, die sind auch wieder scharf. Haben sie die Fehler ausgebessert, vielleicht kennt man es ja nicht, gegen das Licht halte. Hier war früher eine richtig tiefe Macke drin, die haben die schön ausgebessert, haben einmal schön drüber geschliffen, drüber poliert. Ist wieder glatt wie ein Babypopo, das ganze Ding, und sieht sehr gut aus. Wie man hier sieht man es besser. Hier war auch eine dicke Kerbe drin. Hier war eine richtig dicke Kerbe drin, ein richtig schönes tiefes Loch. Da bin ich über Steine gefahren. Die Macke ist wieder ausgefüllt mit schönem Wachs. Und das ganze Ding glänzt. Ja, so viel zu meinem Brett. Wird auch noch ein bisschen repariert von mir, denn da sind ein, zwei Macken dran. Die muss ich noch beheben, bevor ich in Urlaub fahre. Und das mache ich auch vielleicht heute noch. Aber jetzt erst gehe ich runter in den Keller und baue mein Projekt und nehme das Projekt auf. Denn das brauche ich auch für die Tage. Das soll an Weihnachten online kommen, weil das wird ein Weihnachtsgeschenk. Von daher kann ich leider nicht spoilern und kann nicht sagen, was es wird. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach danach nochmal wieder. Oder vielleicht mache ich auch mal zwischendurch eine Pause und erledige was anderes. Aber ich würde sagen, als erstes gehe ich jetzt in den Keller, baue das Projekt so gut wie es geht fertig. Und dann sehen wir uns gleich nochmal. So, Freunde. Also, wir haben schon wieder 18.30 Uhr. Ich habe jetzt die ganze Zeit an dem Projekt gesessen und habe das für Samstag fertig gemacht, dass ich morgen wirklich nichts mehr damit machen muss. Ich muss es nur noch verschrauben, aber das ist eine Sache von 5 Minuten. Somit habe ich jetzt heute den ganzen Tag dafür geopfert, das Video zu drehen für Samstag. Bedeutet also, im heutigen Video ist nichts geschehen. Da habe ich mir gedacht, okay, du kannst jetzt nicht wieder nichts bringen. Wie beim letzten Mal, als ich keine Zeit habe und ich nur Pennyboard gefahren bin, kann ich jetzt wieder nichts bringen. Sonst denkt ihr nämlich, ich hätte jetzt die 100 Abonnenten erreicht und würde es jetzt schleifen lassen. Was absolut gar nicht der Fall ist. Nur heute habe ich einfach den Fokus ein bisschen auf was anderes gelegt, dass ich das Video für Samstag fertig bekomme, dass am Samstag eigentlich für Weihnachten alles fertig ist. So, jetzt habe ich gedacht, okay, fuck, was machst du jetzt? Es regnet draußen, es ist dunkel draußen, es ist kalt draußen, du kannst nichts mehr machen, du hast nichts mehr, was du irgendwie zeigen kannst, etc. pp. Da habe ich mir jetzt gedacht, okay, da ja jetzt in naher Zukunft Schnee fallen wird und die ein oder anderen von euch auch vielleicht Snowboard oder Skifahren werden und ein Snowboard auch gegebenenfalls zu Hause haben oder Skier zu Hause haben, da habe ich gedacht, okay, damit heute noch was wenigstens halbwegs Interessantes, was halbwegs Nützliches kommt, zeige ich euch heute noch, wie man ein Snowboard oder wie man Skier in der Macken reingefahren worden sind, wie man die wieder ausbessert und repariert. Es passiert mir schnell mal, dass wenn man am Lift steht und der Lift voll ist und von oben kommen die Leute vom Berg runtergefahren und die Leute, manche können einfach nicht bremsen und fahren dann da voll rein, dass gut und gerne mal das Snowboard verkratzt oder richtig ekelhafte Macken reinkommen. Das hier ist ja mein Brett, das habe ich euch ja schon mal gezeigt. So, und jetzt passiert es gut und gerne mal, wie ich gerade schon erzählt habe, dass mal irgendein Affe von Skifahrer oder irgendein Kind, was nicht bremsen kann, oder irgendein Vollspacko voll in die Gruppe fährt, die am Lift steht, ja? Und dann passiert es, dass die scharfen Kanten von den Skiern oder von den Snowboards in den anderen Snowboards oder die anderen Skier reingefahren werden. Sowas hier, wo dann hier mal gut und gerne was rausgeschnitten wird von einer scharfen Kante von einem Snowboard oder von einem Skateboard, von einem Snowboard oder von Skiern. Oder hier diese Macken. Hier kommt sogar das Plastik zum Beispiel schon ab, seht ihr? Und das passiert so rund ums Snowboard. Immer da, wo Skifahrer reinfahren können oder wo man selbst auch mal irgendwo gegenfährt. Hier habe ich jetzt ein super Beispiel. Hier geht der Belag richtig ab. Das obere Deck geht hier richtig ab und man kommt hier unten an das Fiberglas oder an das Epoxidharz, je nachdem aus was für Material das Board gebaut ist. Also hier sieht man jetzt auf jeden Fall das Fiberglas schon und die nächste Material wäre dann halt der Holzkern. Wenn ich diese Macke jetzt hier nicht behandle, dann kommt da Schnee rein. Der Schnee schmilzt, dann kommt Wasser rein, dann geht das Epoxidharz kaputt und die nächste Schicht wäre dann das Holz. Wenn das Holz aufquillt im Brett, ist das Brett futsch. Von daher ist es immer ganz wichtig, solche Macken vor dem nächsten Urlaub immer zu behandeln. Und dann habt ihr auch noch länger was von eurem Brett. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr das reparieren könnt. Was ihr dafür braucht, ist Folgendes. Ihr braucht doppelten Komponentenkleber. Wenn wir den Kleber hier auspacken, haben wir Folgendes. Wir haben hier so zwei Spritznadeln und einmal diese Spritze. Wenn sich die beiden Flüssigkeiten, die hier in dieser Spritze sind, hier in dieser Nadel vermischt, wird das Ding ultra hart. Das wird so hart, da passiert nichts mehr. In meinem Fall habe ich jetzt das Glück, dass hier der obere Belag noch nicht komplett abgebrochen ist. Bedeutet, ich kann diesen wieder verwenden, um den hier oben drauf zu kleben. Sollte der abgebrochen sein, würde ich euch empfehlen, für dieses kleine Stück hier ein Fiberglasnetz zu kaufen.
Das sind so Matten, die könnt ihr kaufen. Die sehen aus wie so kleine Netze. Die würde ich dann hier zuschneiden und hier einfach einlegen. Wenn das Ding hier jetzt ab wäre, würde ich hier Fiberglasnetz reinlegen, das mit dem Epoxidharz einschmieren und das richtig fett zusammendrücken. In meinem Fall habe ich jetzt das Glück, ich habe hier die Oberfläche noch vorhanden. Bedeutet also, ich muss nur das Ding hier ordentlich ausfüllen mit Epoxidharz und dann zusammendrücken. Ich muss kein Netz reinlegen. Und genau das mache ich jetzt. Ich drücke jetzt hier schön viel Epoxidharzkleber rein, nehme mir hier eine Holzplatte und hier eine Holzplatte, drücke das schön zusammen und dann benutze ich die Schraubzwänge, um das Ganze über die Nacht schön zu fixieren. Dort habe ich das jetzt schön punktuell fixiert, bis hier auf dieses eine Stück ordentlich Druck drauf kommt und das über Nacht richtig schön aushärten kann. Jetzt kümmere ich mich um die anderen Seiten und mache das folgendermaßen. Wir gehen wieder mit der Spritze, wir nehmen hier diese Spritze wieder und gucken, wo wir hier noch verschiedene Stellen haben. Zum Beispiel haben wir hier eine Stelle, da tun wir einfach nur einen kleinen Tropfen drauf und gucken dann, dass das Ganze hier überall abgedeckt wird. Also, dass die ganze Lücke einmal hier abgedeckt ist. So, nun habe ich hier alles schön eingeschmiert und ja, wenn es dann morgen ausgehärtet ist, dann könnt ihr ganz einfach mit feinem Schleifpapier die Unebenheiten immer abschleifen, sodass ihr wieder eine ebene Kante habt zum Brett hin. Und habt ihr euer Brett jetzt repariert und ihr habt noch viel, viel länger damit Spaß, als wenn ihr es nicht repariert hättet. Glaubt mir, das hilft einiges. Ich kann euch ein Beispiel zeigen. Hier an meinem Wakeboard erkennt ihr vielleicht, dass hier mal richtig fett Epoxidharz reingekommen ist. Und zwar hier. Hier ist mal richtig fett Epoxidharzkleber reingekommen. Das hier ist die normale Kante und hier ist der Epoxidharz. Hier habe ich richtig fett Epoxidharz reingeschmiert. Ja, weil da war ich 6 Stunden oder so auf dem Wasser und irgendwann war ich dann viel zu müde und bin volle Kanne an so einem Obstacle hängen geblieben. Und hat mir die Kante richtig schön aufgeplatzt. Da war so eine richtige kleine Spalte drin. Und das hat mir wehgetan, weil ich gedacht habe, oh fuck, jetzt ist mein Brett kaputt. Und dann habe ich mich durchgelesen und gefragt und hier und da und tralala. Und dann haben wir da eine kleine Fiberglasmatte reingelegt, also zugeschnitten und reingestopft. Und dann haben wir Epoxidharzkleber reingespritzt und dann Press zugedrückt mit Schraubzwängen. Seitdem hält das Ding wieder einwandfrei. Ich fahre schon seit 2 Jahren wieder damit und da passiert gar nichts. Das ist weder aufgequollen, noch ist es wieder aufgeplatzt oder irgendwas. Und seitdem benutze ich für alles Epoxidharzkleber, weil es einfach nur mega gut ist und das einfach bombenfest wird. Von daher habt ihr hier das beste Beispiel, wie fett ich hier Epoxidharzkleber reingespritzt habe. Ihr seht, wie dieser Kantenunterschied ist von hier zu hier. Hier habe ich richtig dick Epoxidharz reingeklebt und ja, hält seitdem einwandfrei. Und ja, so repariere ich meine Bretter. Das hält einwandfrei. Ich habe beste Erfahrungen damit gemacht und würde einfach sagen, wir sehen uns morgen wieder. Ich hoffe, es hat dir gefallen, das kleine Tutorial heute. Und würde sagen, wir sehen uns. Bis dahin. Peace.